Anja Kalajdzic, 1:1 in Balingen, so nach dem Spiel. Du hast Gott sei Dank in der Nachspielzeit das 1:1 gemacht. Schweres Spiel. Erzähl doch von deinen Eindrücken auf dem Platz und von deinem Tor. Also ich denke, jeder hat gesehen, wie schwierig die Partie war. Es war ein tiefstehender Gegner, harte Zweikämpfe, das hat jeder gewusst. Hier spielen ist nicht einfach, das hat man gesehen. Im Endeffekt glaube ich auch, dass es nicht das, oder hat man auch gesehen, dass es nicht das beste Spiel von uns war. Und im Endeffekt muss man zufrieden sein, dass man da jetzt mit einem Punkt nach Hause fährt und das Spiel mehr oder weniger abhackt. Was meinst du, warum ihr gerade offensiv so kreativ wenig Lösungen gefunden habt gegen die Balinger, die ja sehr körperbetont gespielt haben? Warum habt ihr euch da so ein bisschen schwer getan? Dass da eben Gott sei Dank die eine Torraumszene zum Schluss noch war, aber davor war doch viel wenig Geschichten im Strafraum. Ja, man hat gesehen, von den Torchancen her war es sehr mager. Da konnten wir nicht, waren wir nicht kreativ genug, beziehungsweise war es einfach schwierig zu bespielen. Wie gesagt, der Platz ist klein, sie sind tief gestanden und spielen sehr körperbetont und haben uns das Leben auch schwer gemacht. Also wie gesagt, sie haben es gut gemacht, das kann man nicht abstreiten. Und im Endeffekt, das mit dem Lucky Punch zum Schluss freut mich dann umso mehr, dass wir mit einem Punkt zumindest nach Hause fahren. Kommen wir auf den Lucky Punch, 92. Minute. Wie kannst du das noch erzählen? Du bist da gestanden, wie es so schön heißt, wo ein Torjäger steht. Aber komm, erzähl noch mal ein bisschen, wie war der Moment? Du hast dann dein erstes Tor gemacht hier für die Blauen, Pflichtspieltor. Ja, richtig geil vor der Kurve. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Es hat sich gefühlt, es war gefühlt wie ein Siegestreffer, so von den Emotionen her. Und ich glaube, dass es eben jedem Einzelnen gut tut und mir auch. Und wie gesagt, mich freut es, dass ich heute wieder länger ran durfte. Und dass ich das mit dem Tor zurückgezahlt habe. Ihr habt ja bis zur letzten Sekunde nicht aufgegeben, auch wenn spielerisch vielleicht nicht alles optimal lief. Ihr habt gefeitet, gemacht. Ihr habt gesagt, das ist vielleicht auch eine dieser Stärken, zu sagen, erst wenn abgepfiffen ist, ist rum. Deswegen auch nochmal umso schöner, dass ihr euch dann in der Nachspielzeit noch belohnt habt. So eine der Stärken dieses Jahr im Kickers-Team, was meinst du? Definitiv. Ich glaube, der Verein steht auch dafür. Jeder kämpft für jeden. Jeder macht oder rennt bis zum Schluss. Und ich glaube auch, dass niemand aufgegeben hat. Und im Endeffekt denke ich, dass, wie gesagt, also, dass die Partie einfach richtig unangenehm war. Und eben, dass es dann manchmal solche Situationen braucht, wo jetzt jemand zum Beispiel richtig steht und nur Danke sagt. Und im Endeffekt bin ich froh darüber. Und wie gesagt, jetzt einfach nur munter putzen und weitermachen. Sind wir, glaube ich, alle froh drum. Nochmal danke, dass du auch nach dem Spiel noch mal kurz oder länger hier in Rede und Antwort gestanden hast. Wir freuen uns auf nächsten Samstag, dann wieder Heimspiel im Gazi-Stadion, 14 Uhr. Vielleicht mit Daniel Kalajdzic von Anfang an, mal schauen, was passiert. Genau, dann wünschen wir dir bis dahin eine super Trainingswoche. Und mal gucken, ob der Treffer 2, 3 oder auch immer danach folgt. Uns wird es gefallen und dir wahrscheinlich auch, gehe ich mal von aus. Natürlich, ja. Ich freue mich auch schon. Dann verbleiben wir damit also. Also, schöne Restwoche auf die Blaue. Bis dann. Danke schön, auf die Blaue. Ciao. Hallo in die Runde, hallo zusammen. Es war für uns ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir kamen super ins Spiel rein, haben uns gute Chancen rausgespielt, zwei, drei gute Aktionen gehabt, wo wir uns nicht direkt belohnen konnten, aber was auch kein Problem wäre. Dann kommt natürlich dieser Ausfall bei uns in der Innenverteidigung, Unterlauke. Da war dann nominell kein Innenverteidiger mehr auf dem Platz. Das hat dann schon was mit uns gemacht, weil er davor schon Kolb ausgefallen ist. Da ging dann die Stabilität irgendwo verloren, die Sicherheit. Und dann kam der Ball in der SC auch besser ins Spiel, hat man gesehen, da ging es hinher. Und dann kassieren wir das Tor, sind unbedingt unverdient. Wir hätten beide ein Tor machen können in der ersten Halbzeit. Im Rückstand in der Halbzeit haben uns dann viel vorgenommen für die zweite Halbzeit, aber klar, dann haben wir auch Räume hergegeben zum Umschalten. Da kann dann nicht 2-0 fallen, mit der riesigen Chance, fällt nicht. Dann hatten wir ein, zwei Dinger, wo wir schon früher das 1-1 machen können, waren es auch nicht. Und waren es dann in der Nachspielzeit, was dann natürlich für uns absolut glücklich ist, und was uns dann auch unheimlich freut. Das ist ein absolut gewonnener Punkt, keine verlorenen 2. Trotzdem auch in Balinger SC, man hat schon gesehen, dass da ein Plan dahinter steht, dass da Qualität auf dem Platz ist, viel Leidenschaft. Ich denke, die Zuschauer konnten ein spannendes Spiel sehen. Und bis zum Schluss war alles offen und wir sind absolut froh, dass wir hier jetzt mit dem Punkt mit nach Hause fahren. Ja, erst einmal schön, dass der Trainer Mustafa nach dem Spiel sagt, wir sind froh, mit dem Punkt nach Hause zu fahren.
Ich glaube, das ist im Umkehrschluss auch ein kleines Kompliment an uns. Wir haben es heute ein bisschen anders angegangen. Wir wollten mit dem Ball schnell in die gegnerische Hälfte, das heißt mit Chipbälle oder Diagonalbälle, Longlinebälle, um dann dort in der gegnerischen Hälfte zu spielen. Dieser Plan, fanden wir, ist eigentlich voll aufgegangen. Wir haben sehr viele Situationen kreiert, nachdem wir den zweiten Ball hatten. Wir haben sehr viele Situationen kreiert, wo wir den Ball verlängert haben. Und wir haben dann auch sehr viele Situationen kreiert, wo wir dann auch wirklich gut kombiniert haben in der gegnerischen Hälfte. Also wir wollten gar nicht in diese Drucksituation kommen und Stuttgarter Kickers in das Umschaltspiel kommen lassen. Und dementsprechend hat auch, finde ich, Kickers wenig Torchancen heute. Mustafa hat es angesprochen, die ersten 10 Minuten haben sie 2 gute Torchancen gehabt. Aber ansonsten der Kopfball noch in der zweiten Halbzeit, der am langen Pfosten vorbeiging. Also ansonsten haben wir es gut wegverteidigt, finde ich. Und das ist auch ein Kompliment an die ganze Mannschaft. Ein paar Dinge, die mir jetzt einfach aufgefallen sind, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Erstmal schön, dass es auch die Kulisse hergab heute. Uns freut es unglaublich, wenn wir solche Spiele haben mit so einer Kulisse, wo auch wieder eine Stimmung da ist, wo wirklich auch eine Vorfreude da ist. Und das hat man heute wirklich gespürt von Beginn, als wir das Gelände betreten haben, bis zum Abpfiff. Also dafür vielen, vielen Dank und wir hoffen, dass es auch dann wieder mehr wird an den Zuschauern und ja, weil wir es einfach auch sehr genießen. Und dann war es so, eine Sache, die ich einfach noch loswerden möchte, das war jetzt, finde ich, jetzt ein bisschen unglücklich, dass dann Funktionär da zu uns in der ersten Halbzeit in unsere Coachingzone gekommen ist und sich beschwert hat, dass wir keine Bälle drumherum liegen lassen haben. Als wir darauf hingewiesen haben, dass er bitte gehen soll, ist er weitergelaufen zu unseren Bällen und wollte die Bälle holen. Dieses Verhalten habe ich jetzt in 5 Jahren Regionalliga noch nicht gesehen. Hat mir gar nicht gefallen. Das wollte ich aber nochmal hier angesprochen haben. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun, Mustafa. Es ist einfach so eine Sache von Respekt. Wir Trainer sind nicht verantwortlich dafür, dass die Bälle neben dem Spiel sind, sondern das sind andere Ansprechpartner. Und dafür gibt es auch die Coaching-Zone. Dann war es so, wir haben dann, uns auch dann belohnt mit dem 1:0. Dann haben wir auch in der zweiten Halbzeit wirklich 2 sehr, sehr gute Torchancen. Einmal vergibt Daniele Vesco freistehend vom Tor und das andere Mal scheinbar abseits. Nach den Bildern sagen wir kein Abseits, aber über sowas diskutieren wir nie, über Schiedsrichterentscheidungen. Fakt ist, wir haben es nicht geschafft, dieses 2:0 dann auch zu machen. Es war der eine Punkt, warum wir heute nur einen Punkt haben. Und der andere, dass wir jetzt schon im dritten Spiel in Folge ein Standardtor bekommen. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, ja? Dass wir dann der Zeitpunkt natürlich nochmal zusätzlich. Aber jetzt haben wir 3 Spiele in Folge Standardsituationen leider nicht 90 Minuten wegverteidigen können. Solche Phase gibt es, aber es ärgert natürlich uns und die Mannschaft natürlich auch. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eingangs habe ich es gesagt, um nochmal den Bogen zu schließen oder den Kreis zu schließen. Schön, dass Mustafa nach dem Spiel sagt, wir sind froh, einen Punkt mitzunehmen nach Stuttgart. Das heißt, wir haben auch einige Dinge ganz, ganz gut gemacht. Und jetzt darf die Mannschaft auch das Oktoberfest mal genießen als Gäste und nicht nur als Arbeiter, wie wir es gemacht haben letzte Woche. Und jetzt dürfen sie aufs Oktoberfest und dürfen auch diese schöne Stimmung, die es heute beim BSC gab, mitnehmen aufs Oktoberfest. Und dann geht es wieder nächste Woche los und wir bereiten uns auf den nächsten Gegner vor. Vielen Dank an alle und noch einen schönen Samstag.